Das hier hin. Nee, es ist Schwachsinn, das. Oh Gott. Was tue ich denn hier? Da muss drauf gespawnt werden. Das heißt, die sind schon falsch. Ach, scheiße. So, ich pack die Pumpkin Seeds erstmal weg. So. Ich hab jetzt einfach gar keine Lust, mir darüber Gedanken zu machen. So. Das heißt, ich baue jetzt mal. Muss mal überlegen, das Feld sollte so ungefähr 16 mal 16 groß werden, sind 256. Einfach ein 256 großes Feld mit einem Graben. Das heißt, es kommt der Graben da rein. Halbtrittstein. Ja, ich baue mal erstmal ab. Dann kann ich dabei erzählen, was ich mir so gedacht habe. Ich frage mich, ob man das hier noch schlauer abschirmen könnte. Ich finde diese Musik von Machinima Sound eigentlich ganz, ganz nice. Und es ist halt oder Creative Commons zu benutzen. Das heißt, man hat eigentlich damit keine Probleme. Nur das Ding ist, dass ich jetzt, also ich hatte mir eigentlich noch von anderen Creative Commons Seiten sozusagen Musik geholt. Wobei ich da allerdings das Problem gehabt hätte, dass ich halt, sag schon, was wollte ich überhaupt sagen? Dass ich halt, vielleicht kommt's. Unter jedem Video hätte gucken müssen, von welchem Dingens, von welcher Musik die da jeweils drin wären. Wenn ich allerdings nur einen Produzenten, also Machinima Sound oder eben das andere da drin habe jeweils, dann kann ich einfach nur hinschreiben, Musik von machinimasound.com. Das macht sehr viel einfacher. So, ich habe das da oben jetzt gebaut, um die Cobblestones davon abzuhalten, in die also so leicht in die Lava reinzufliegen. Ich weiß jetzt nicht, ob es was bringt, aber Versuch ist es wert. Denke ich mir. Ist der Sound überhaupt laut genug? Ich kann mal gerade das Mikrofon. Ich hoffe, es wird nicht zu laut. Okay, ich hoffe, das hat jetzt nicht gestört. Ich habe es jetzt ein bisschen weit nach oben geschoben, dadurch ist es jetzt. Meine Stimme dürfte jetzt ein bisschen lauter sein. Und wo ich das noch mache, ist. So. Dadurch kann es direkt alles eher zu mir fallen als nach sonst wo. Das ist unter anderem auch eins dieser Design-Elemente, die ich bei der Kürbis- und Melonenfarm geändert habe. Also bei dem, was ich da gefunden habe, das war schon ziemlich cool. Also die Redstone-Schaltung war irgendwie schon ein bisschen genial. Aber es sind halt viele von den Dingern irgendwo hängen geblieben. Also viele von den fertigen Melonenstücken und so sind halt irgendwo hängen geblieben. Und das will man ja nicht. Das heißt, das habe ich noch ein bisschen optimiert. Außerdem habe ich da noch ein bisschen Glowstone eingebaut, der sozusagen die die Dinger halt nachts auch beleuchtet. Und somit die praktisch länger wachsen können. Also ich habe das Gefühl, dass bei meiner angepassten Version die Kürbisse und Melonen dann schneller wachsen, weil sie halt noch beleuchtet werden. Vielleicht ist das auch shit. Naja, zum Glück ist Lava ja nicht so schnell. So.
Geh weg. Also diese Lava, ich verstehe sie nicht. Wieso kann die nicht ganz normal wie Wasser auch einfach abfließen? Ich sollte das hier irgendwie einen Stein machen, den man mit einer Spitzhacke nicht so leicht abbauen kann. Wobei Holz ist da auch nicht so gut. Sag ich mal so. Das fängt ja dann an zu brennen. Ah ja. Ja, vorerst mach ich da nochmal was hin. Naja. Ja, ich weiß noch nicht, was für einen Stein ich dann nehme. Es wird wohl irgendeinen geben, den man nicht so leicht abbauen kann. Weil dieser hier ist immer ganz stark gefährdet, der in der Mitte. Zwar eigentlich nur eine Bewegung, aber manchmal macht die Maus da nicht ganz so doll mit, wie man selber das möchte. So. Guck mal, ob das was hilft. Ach ja, was ich festgestellt habe, was in der Aufnahme nicht so cool aussieht, dieses Field of View. Das habe ich mal gerade ein bisschen runtergeschraubt, dadurch sieht das jetzt ein bisschen mehr Standard-Minecraft-mäßig aus. Aber die haben ein bisschen besser für die Aufnahme. Aha, was spielt denn da? Winter Dawn. Das passt ja zumindest zu dem Biom hier. So. Ja, ja, so diese beiden Spitzhacken dürften auch eigentlich vorerst reichen. So. Gleich haben wir's. Ein bisschen hebe ich mir noch auf, das heißt, ich fange jetzt einfach gleich schon mal an. So, und zwar jetzt. Haben wir jetzt fast zwei Stacks. Das ist zwar noch lange nicht so viel, wie ich haben wollte. Was soll's? Okay, da wächst es noch. Wir brauchen jetzt schließlich echt mal ein bisschen mehr Knochenmehl und so ein Kram. Ja, ich glaube, ich mache so, dass ich die nicht runterfallen lasse und dass ich die einfach so kaputt hau. Wobei das bei Creepern praktisch wäre. Aber es ist halt nicht so leicht, die dann da reinzulocken. Also ich könnte jetzt hier was hinbauen. Vielleicht einen Schacht, wo sie reinfallen. Ja, ich mache erstmal, baue ich jetzt den Schacht unten sozusagen. So, ein bisschen weiter weg hier. Dass man das nicht unbedingt so laut hört. Okay, so. Erstmal haben wir hier also unseren... unseren Schacht. So, der muss ein bisschen reingehen hier und zwar genau 10 Blöcke oder 11. 1, 2, 3, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Ich will das nämlich in 8
8 in alle Richtungen machen sozusagen. Gebe euch auch nochmal einen Rand hin. Und ganz schnell Fackeln setzen. Ihr wisst ja, Zombies spawnen hier. Auch wenn sie nur so einen anonymen Geheimtipp dafür kriegen, dass es hier was zum Spawnen gibt. Hilfe. So. Hauen wir das mal weg hier. Ich weiß auch noch gar nicht so wirklich, was ich machen will, aber das wird schon. So. Ja, jetzt würden hier die Stone Slabs hinkommen. Das heißt, hier wäre das. Dann wäre hier das. Ja, das klingt gut. Dann wäre hier. Also hier wäre praktisch das, wo sie hinfallen. Nee, Quatsch. Ach so, gut, dann mache ich das mal hier. Zähle ich nochmal eben 8 ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dann ist hier das letzte. Ich mache hier mal gerade eine Markierung hin. So. Bis hierhin geht das also. Dann wird hier das, wo sie praktisch hingespült werden. Dann hier 1, 2, 3, 4. Und dann kommt hier das, wo sie rauffallen. Deswegen mache ich hier mal gerade. So, hier fallen sie rauf. Vier reichen, ne? 1, 2, 3, 4. Dann mache ich da einfach Druckplatten hin, das müsste gehen. So, ich stehe also hier. Eins, zwei, drei, vier. Ja, das dürfte reichen. Ja, ich glaube, ihr wisst noch nicht so wirklich, was ich hier genau meine, aber ich glaube, ich habe da so eine Idee. Das heißt,